Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In einem Gespräch sagte mir gerade jemand, ich traue mich gar nicht, Jesus alles zu sagen, was in meinem Leben so dran ist, was oben aufliegt, was meine Probleme sind. Ich antwortete, Jesus weiß es doch sowieso. Es tut so gut, mit ihm ins Gespräch zu kommen, gerade auch über die schwierigen Seiten in unserem Leben, die vielleicht vor ihm, beschienen mit seinem Licht, gar nicht mehr so dunkel und gar nicht mehr so groß erscheinen. Es ist die Haltung, mit der wir in ein Gespräch mit Jesus gehen sollten. Die Pharisäer, von ihnen heißt es so oft, dass sie mit Hintergedanken in ein Gespräch mit Jesus kamen. Und so heißt es einmal, es sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet, und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Denn Jesus, er hat mit seiner Antwort die Heuchelei der Schriftgelehrten enttarnt. Doch wir sind eingeladen, mit allem, was uns bedrückt, mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was unklar ist, zu Jesus zu kommen. Er wird uns antworten, wenn der Angang, wenn unser Herz nur aufrichtig ist. Jesus, er wird uns nie die Tür vor der Nase zuschlagen. Er ist immer für uns da, mit allem, was unser Herz bewegt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wenn unser Herz wirklich offen ist für dich, dürfen wir mit allem zu dir kommen, was uns belastet. Gerade mit den schwierigen Dingen in unserem Leben, mit denen wir nicht klarkommen, mit den Problemen, wo wir mit uns selber nicht zurande kommen, da bist du für uns da, willst uns zuhören und uns mit deiner Offenheit die Kraft geben, auch offen zu sein für dich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.